ja, das hat ja jetzt super geklappt. Ja, ich bin da ganz begeistert, wie ich diese Technik bedienen kann. Danke, du bist überhaupt kein Problem. Ich habe nie an dir gezweifelt. Und ich finde dein Setup richtig cool. Ja, ich habe Auch gedacht, ich geworden. bereite mich mal auf das Thema ein bisschen vor, dass ich das ein bisschen auch eindrücklicher wiedergeben kann, dass man so ein bisschen auch versteht, wovon ich rede. Ja, finde ich eine super Idee. Also ich finde, hast du super gemacht. Wir haben schon die ersten Zuschauer. Anna Part und Dirk Kralmann sind schon da. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet Danke. habt. Wir haben heute im Livestream das Thema nachhaltige Brautmode und vor allem auch, wie kann man denn überhaupt seine Kleider denn überhaupt danach tragen. Mich wird das Thema irgendwann auch noch treffen und ich finde das sehr wichtig. Deswegen habe ich mir die liebe Claudia Heller eingeladen. Sie ist eine ganz, ganz bezaubernde Brautmodendesignerin und hat ziemlich viel Ahnung vom Thema. Ne? So, hallo zusammen. Vielleicht warten wir noch eine kleine Minute, bis ein paar mehr Leute da sind. Und dann würde ich sagen, stell du dich doch erstmal vor. Da bist du. Ja, also ich bin Claudia, ich habe ein Label, das heißt Claudia Heller Modedesign, also trägt meinen Namen, was doch eine sehr persönliche Sache irgendwie so ist, die Kreation und alle Ideen und eigentlich alles durch meine Hand fließt und so ein persönlicher Name widerspiegelt das natürlich auch immer ein bisschen, wer so dahinter steht. Ich habe 2003 meinen Laden gegründet und mein Geschäft eröffnet, habe früher Ich habe angefangen, grundsätzlich viel Abendgarderobe, Alltagsmode zu machen und immer mehr Brautmode und immer mehr Brautmode. Und mittlerweile liegt eigentlich die Brautmode, weil es natürlich einfach ein Punkt ist, wenn man sich sowas anfertigen lässt, wo die Leute etwas bereiter sind, auch Geld für dieses Handwerk zu bezahlen. Das ist mit der Alltagskleidung ein bisschen schwieriger. Und deswegen ist es immer mehr Brautmode geworden und irgendwann muss man eben so ein bisschen gucken, und wie man sich so ein bisschen orientiert. Aber ich mache immer noch viel Abendgarderobe, weil mir ist es ja egal, ob ich was in Weiß oder in Blau und Grün und Rot irgendwie mache. Mein Herz schlägt halt einfach wirklich für das Fertigen von Kleidung. In dem Fall Kleidern. Ich trage selber total viel Kleider. Ich liebe Kleider. Ich bin überhaupt nicht so der Hosentyp. Und deswegen habe ich, glaube ich, in dem Bereich auch einfach die meiste Erfahrung. Sehr cool. Wo ist dein Atelier? Ich sitze im belgischen Viertel in Köln, ganz nah am Friesenplatz. Da bin ich auch schon seit 2003 und auch immer schon im gleichen Ladenlokal. Damals war halt das belgische Viertel ein ganz normales Viertel noch, würde ich sagen, kann man sich kaum noch vorstellen, wenn man so in Köln lebt. Das hat eigentlich erst, weiß ich nicht, so vor 10, 12 Jahren, denke ich mal, irgendwie angefangen, dass das belgische Viertel so ein kreativer Hotspot geworden ist. Ja, nicht unbedingt kreativ, aber zumindest sehr viele kleine Boutiquen sich hier niedergelassen haben. Es gibt keine wirkliche Geschäftsstraße, auf der alle Läden aufgereiht sind, sondern es gibt viele kleine Straßen, wo man so ein bisschen suchen muss, ne, wo die Leute ihre Ideen quasi verwirklichen konnten. Und damals war hier halt noch gar nichts in meinem Laden, war eine alte Galerie und die Galeristin hat halt irgendwie aufgegeben und ich war mir gar nicht bewusst, dass ich hier überhaupt ein hübsches Ladenlokal in passender Größe finden werde. Und jetzt bin ich seit 2003 hier und das Viertel hat sich mittlerweile so toll entwickelt, dass es ein sehr schöner Standort ist. Und hier werde ich auch noch eine Weile bleiben. Es ist ein schöner Altbau. Für mich reicht die Größe. Manchmal könnte ich noch ein bisschen mehr Atelier gebrauchen, weil je nachdem, wie viele meiner Kollegen mich unterstützen, wird es manchmal auch ein bisschen eng in der Hochsaison. Aber es ist ein toller Platz, um zu arbeiten. Ein Glücksgriff quasi, einen guten Riecher gehabt. Ich muss dich mal besuchen kommen. Sehr gerne. Ich kenne Köln überhaupt gar nicht und das, obwohl ich in Düsseldorf sitze. Ne? Also ist es shame Sagen, verbotene Stadt. on me. Ja gut, ich bin noch nicht so lange in Düsseldorf und also ich kenne ja auch Düsseldorf noch nicht so gut, deswegen eins nach dem anderen. Ne? Komm vorbei. Genau. Vielleicht, falls von dir ein paar Follower dabei sind, zwei, drei Worte zu mir. Ich bin die Steffi, ich bin Hochzeitsfotografin, momentan sesshaft in Düsseldorf. Warum momentan? Ab und zu wechselt das mal. Aber nicht schlimm. Ich arbeite deutschlandweit und beziehungsweise europaweit. Ich habe im Oktober mal wieder eine Hochzeit in Madrid, wo ich lange gelebt habe und auch sehr, sehr viel in den Bergen. Deswegen, Mama sagt immer, ich komme rum wie ein bunter Hund.
Ist auch so. Bin aber dann auch mal froh, wenn ich nicht fahren muss. Also so die Waage ist ganz cool. Und mir persönlich sind authentische Hochzeiten wichtig. Hochzeiten, die einfach zu meinen Paaren passen, nichts gestellt ist. Jetzt gerade ist Karneval, glaube ich, ne? Also ich bin kein Karnevalstyp, aber genau deswegen mag ich auch unbestellte Hochzeiten, weil verkleiden ist nicht. Und das macht, glaube ich, auch meine Bilder so ein bisschen aus, dass ich versuche, die Menschen so einzufangen, wie sie sind und wie sie auch als Paar sind. Ja? Also ich möchte ungern da meine Paare in Posen zwängen, die einfach nicht zu denen passen. Wenn sie verkuschelt sind, dann sind sie verkuschelt. Wenn sie aber so eher so flippig sind, dann passt das gar nicht. Dann können sie nicht still sitzen und das wird dann nichts. So. Meine Philosophie. Und mir persönlich ist Nachhaltigkeit sehr, sehr wichtig. Ich habe auch in den letzten Tagen immer mal wieder was zum Minimalismus gepostet. Ich miste da immer wieder aus. Und deshalb haben wir ja heute zum Thema nachhaltige Brautmode. Das ist natürlich super vielseitig, nicht nur Stoffe und so weiter, sondern eben auch, was macht man mit so einem Kleid, weil einmal tragen ist nicht nachhaltig. Und mir tut es in der Seele weh, wenn meine Fotos auf der Festplatte verschwinden. Und ich glaube, dir geht es genauso, Claudia. Widersprich mir, wenn es nicht so ist, wenn dein Kleid irgendwo verschwindet im Kleiderschrank und Auf jeden nie Fall. mehr getragen wird. Ne? Ja. Da Genau. steckt so viel Arbeit und so viel Liebe drin, dass das, ich könnte ja grundsätzlich sagen, mir soll es egal sein, weil die Kundin hat einmal den Preis bezahlt, das ist mein Geschäft, aber ne, das ist einfach mein Beruf und ich mache das mit Herzblut und ich finde es so schade, wenn das nur für diesen einen Tag einfach getragen wird und das Tageslicht sieht. Und deswegen habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht zu unterschiedlichen Sachen, wie man diese Kleider doch auch wieder zu anderen Anlässen tragen kann, weil durchaus ein helles Kleid, egal wie man sich das vornimmt, die Festlichkeiten, zu denen man das tragen kann, sind meistens andere Hochzeiten. Und da kann man auf keinen Fall ein helles Kleid tragen. Also ich glaube am Ende, das nehmen sich vielleicht viele vor, ach, das kann ich ja bestimmt noch tragen. Aber ich glaube, am Ende wird man das nicht tun, weil man immer denkt, jeder sieht, dass das eigentlich mein Standesamt oder Brautkleid war. Und deswegen muss man da irgendwie andere Lösungen für finden. Genau, und da gibt es durchaus ein paar Ideen zu. Mega cool. Kurz noch für unsere lieben Zuschauer, wer Fragen haben sollte, irgendwas wissen will, einen Kommentar einwerfen, da unten. Ich versuche mitzulesen, super gerne. Stellt uns alle Fragen der Welt, die ihr so zum Thema habt. Es gibt auch, glaube ich, so einen Fragebutton, nutzt den gerne. Dafür sind wir ja jetzt da, nicht um euch quasi nur zu berieseln, sondern eben gerade auch als Experten euch Fragen zu beantworten, würde ich mal sagen. Ich rutsche jetzt hier noch, ich habe gesehen, ich habe das Scheiß aufgebaut. Man sieht ja hier mein geiles Bildchen nicht. Bin nicht so gut vorbereitet wie du. Ja, ich hätte auch gerne ein bisschen mehr gearbeitet, als dauernd die Puppen zu bestücken heute, aber passt schon. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel Zeit geraubt. Ja, hey. Ist doch schön, Es sowas mal zu lohnt sich. machen. Wechselt einfach ab, aber es ist einfach gerade eh so wenig Arbeitszeit, ne? Irgendwie Homeschooling zu Hause und dann ein paar Stunden arbeiten. Meine Kollegen sind leider ja gerade in der Kurzarbeit und ich bin hier alleine und arbeite ein bisschen Aufträge ab, weil doch glücklicherweise mehr Kundinnen heiraten, die ihre Kleider gerne zu dem Zeitpunkt pünktlich hätten. Ja, na immerhin heiraten noch welche im März, ne? Das ist ja schön, wenn du noch ein bisschen was hast. Aber klar, Homeschooling gerade, wir weichen ein bisschen ab. Ich glaube, die Leute sind ein bisschen Machen wir mal dein Thema, gewöhnt genau. des Themas. Aber ich kann mir super gut vorstellen, dass das schwierig ist. Wir sind zu zweit im Homeoffice und auch das ist schwierig mit Telefonieren und so weiter. Aber wir haben uns gut arrangiert, aber mit Kindern ist es, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer. Genau. Wollen wir mal loslegen. Das allererste Thema, das ich mir für uns heute notiert habe, also nicht wundern, wenn ich gucke, ich habe mich vorbereitet, ich habe nicht alles im Kopf und deswegen nimmt es mir nicht böse, weil ich ab und zu mal spickeln tue. Und zwar zum Thema nachhaltige Brautmode. Was einem als allererstes in den Kopf kommt, sind natürlich Stoffe. Kannst du uns vielleicht ein bisschen mehr darüber berichten, was es an Stoffen gibt, was man beachten muss, wenn man sagen möchte, ja, ich möchte nachhaltige Stoffe für mein Brautkleid haben, beziehungsweise ich möchte vielleicht auch regionales, das ist ja quasi auch miteinander verbunden, Stoffe haben. Was gibt es da, worauf muss man achten? Solche Geschichten.
Also das mit den nachhaltigen Stoffen, gerade in der Brautmode, das ist durchaus ein sehr, sehr schwieriges Thema. Das ist einfach so. Also weil das sind ja sehr spezielle Sachen, gerade die ganzen Spitzen und also das ist nicht wie im Fairtrade-Bereich, wo du irgendwie eine Baumwolle hast aus kontrolliert ökologischem Anbau oder sowas, ne? Das kann ich vielleicht noch bekommen. Aber aus einer Baumwolle ein Kleid ist etwas, was doch immer noch so sportlich ist, dass man es nicht unbedingt zur Hochzeit einsetzen will. Das liegt an den Materialien. Das heißt, Ja. irgendwie, die Materialien sind zwar aus, ne, von Händlern in Deutschland, aber zu vielen Sachen gibt es da auch keine Garantie, wo die ihre Sachen jetzt herbeziehen. Das ist einfach so. Also es ist in der Brautmode wirklich sehr, sehr schwierig, dass die Materialien irgendwie nachhaltig oder eben aus kontrolliertem Anbau kommen. Das kann man, ne, so nicht sagen. Zum größten Teil benutze ich aber auch Naturmaterialien. Das heißt, das sind ganz normale Baumwollen, Viskosematerialien, Seiden. Das heißt, das ist schon mal eine etwas andere Ebene, Kleider zu tragen, die ein Naturmaterial haben. Da geht es jetzt Ja. weniger um, dass es eben ein nachhaltiges Material ist. Die Sachen entstehen Ja. aber hier in Deutschland. Das ist der zweite Aspekt. Es geht also ja gar nicht unbedingt um die Materialien. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, wo die Sachen produziert werden. Und das kann ich eindeutig sagen, dass es hier produziert wird unter guten Bedingungen. Ihr könnt gerne meine Kollegen fragen, wie nett ich zu ihnen bin und wie sie bezahlt werden und so weiter. Also das ist ja der zweite Aspekt dazu. Genau. Und es gibt ein paar Sachen, wie zum Beispiel, ich habe vor 2 Jahren ein, ne, Tüll ist ja schon seit vielen Jahren sehr angesagt, ich habe einen ganz tollen Bio-Baumwoll-Tüll aus Frankreich irgendwie von einem Händler. Also das heißt, ich finde immer wieder Geschichten, die ich doch irgendwo einkaufen kann, aber ich gehe nicht explizit auf die Suche nach, ich mache nur nachhaltige Materialien. Das würde mich in der Kreativität extrem einschränken, weil ich kann mit Baumwolle, Leinen und so ungefähr, das war wahrscheinlich schon alles, arbeiten. Und das passt da nicht ganz. Das heißt, irgendwie zum Thema Nachhaltigkeit setze ich eher so ein bisschen den Schwerpunkt, was die Tragbarkeit betrifft und die Häufigkeit der Tragbarkeit. Ja, macht Sinn, aber das ist tatsächlich ein spannendes Thema. Ich persönlich wusste jetzt nicht, dass es quasi nicht zertifizierte Sachen gibt, wo man dann weiß, das kommt daher, das wurde so produziert, wie du jetzt schon sagst mit dem Kaffee. Ich muss auch zugeben, ich habe mich damit tatsächlich mit Stoffen jetzt noch nicht so beschäftigt, aber ich finde es ein super Punkt und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man wissen sollte, ne? Sehr Auf jeden cool. Fall. Ja, cool. Aber du hast auf jeden Fall auf dem Schirm, finde ich auch wichtig, deswegen sehr schön umgesetzt, wenn du das mischen kannst, beziehungsweise auch deine Kunden aufklären, ne? Ich Ich glaube, bin da auch dafür. ganz gerne drin. Also, wenn hier einer reinkommt und sagt, wo kommen die Materialien her und sind die unbedingt irgendwie aus, haben die irgendwie ein Gütesiegel und die, nein, das kann ich für viele Sachen nicht sagen. Ich bin schon über die Qualität sehr glücklich, wenn sie eben wirklich von den Produzenten oder von denen ich das hier beziehe, die deutschen Hersteller oder Hersteller sind es wahrscheinlich am Ende gar nicht, weil sie auch wieder irgendwo anders einkaufen und dann an mich weiter verkaufen. Aber die Händler, von denen ich das bekomme, ne, Ja. die kann man dann manchmal, also die Kette kann man gar nicht unbedingt weiterverfolgen. Ja, okay. Interessant. Habe ich was gelernt. Dankeschön. wenn dazu keine weiteren Fragen sind, würde ich mal direkt zur nächsten Frage beziehungsweise zum nächsten Thema hüpfen. Wenn wir jetzt quasi schon das Thema Stoffe haben und das nicht unbedingt 100% nachhaltig gestalten kann, aus den Gründen, die du jetzt schon genannt hast, was kann man denn doch noch machen, um eben quasi die Brautmode nachhaltiger zu gestalten? Und ein ganz, ganz klarer Aspekt in der Nachhaltigkeit ist ja und bleibt Wiederverwendbarkeit, ja, nicht einmal Geschirr verwenden, nicht, ne? Und auch das Brautkleid ist dann eben normalerweise im Fokus des Kleidungsstückes, wo quasi einmal getragen wird und dann hängt es im Schrank oder im besten Fall wird Secondhand verkauft, im allerbesten Fall. Was kann man machen oder beziehungsweise wie sind deine Herangehensweisen, damit man das Kleid nochmal tragen kann? Also eine Voraussetzung natürlich, also wäre, ist schon mal, man kann ja, Brautmode ist ja sehr, sehr vielseitig. Gehen wir jetzt mal so ganz, ganz banal von einem ganz klassischen Brautkleid aus, A-Linie, Prinzessin-Stil, keine Ahnung, wirst du nicht mehr tragen können. Egal wie du es einfärbst, geht nicht. Das heißt, grundsätzlich schon, wenn ein Kleid schlichter gestaltet ist, und das ist eh der größte Teil meiner Kunden, sind sehr
die wollen es gerne ein bisschen schlichter, die wollen leichte Materialien, eben Naturmaterialien, irgendwie was sich gut anfühlt. Das ist von Grund auf einfach schon, sind das Schnitte und Kleider, die schon reduzierter sind. Wie du jetzt siehst zum Beispiel im Hintergrund, sind jetzt mal alles farbige Kleider. Das sind grundsätzlich alles weiße Kleider gewesen. Das heißt, alles kurze Brautkleider, Standesamtkleider, wie auch immer man das nennen möchte. Weil nicht, es ist nicht immer unbedingt ein Standesamtkleid, sondern es gibt auch viele Bräute, zumindest meine, die auch ihre freie Trauung in einem kurzen Kleid begehen möchten, weil es einfach viel besser zu ihnen passt, viel besser zur Umgebung, zum ganzen Stil, wie sie ihre Hochzeit einfach feiern möchten. Also es ist nicht reduziert auf ein Standesamtkleid. So, die sind alle mal weiß gewesen. Jetzt sehen sie aus wie farbige Kleider, die man auf jeder anderen Feier, Hochzeit und so weiter wieder tragen kann, ohne dass man sieht, dass es mal weiß war oder ein Brautkleid war. Das liegt schon daran, dass wirklich die es einfach ein bisschen reduzierter ist, nicht mit Bling Bling und Glitzer und so weiter. Und dadurch funktioniert das einfach sehr gut. Das ist der eine Part, ne? Das Einfärben. Dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch. Dann gibt es einen anderen Part. Seit ein paar Jahren sind ja sehr beliebt Zweiteiler. Das heißt irgendwie Oberteil und Rock, die du ja sowieso getrennt voneinander tragen kannst. Das zweite, du kannst einen Teil, also in dem Fall wirklich häufig der Rock, nochmal einfärben, nur den Rock, und hast einen Zweiteiler mit einem farbigen Rock. Dann habe ich im letzten Jahr, in der letzten Kollektion, mir halt überlegt, das war so ein bisschen angelehnt an diese ganze Corona-Zeit halt auch, dass ich letztes Jahr festgestellt habe, dass sehr viele ihre Hochzeiten, die eigentlich auf einen Tag geplant waren, sagen wir mal standesamtliche Hochzeit und eigentlich ein großes Fest oder noch obendrauf die freie Trauung am selben Tag oder am Tag drauf, dass das nicht stattfinden konnte. Das heißt, die standesamtlichen Trauungen haben stattgefunden und die Feierlichkeiten wurden ganz weit nach hinten gesetzt, ne? Oder um ein Jahr verschoben oder sogar zwei. Das heißt, ich finde, dass der Anspruch an ein Kleid sein sollte, dass es für unterschiedliche Festivitäten geeignet sein soll. Das heißt, ich habe kurze Kleider so verarbeitet, dass ich wirklich sehr schnell, ohne dass ich das mega Aufwand ist, es zu verändern, den Rock beispielsweise austauschen kann. Dazu muss natürlich das Kleid selber, auch vom ganzen Oberteil, doch so viel auch mitbringen, dass es für ein langes Kleid auch einfach ausreicht und du denkst, wow, das ist ja eine komplett andere Geschichte. Und das sieht man in der letzten Kollektion, die heißt Metamorphose, genau aus dem Grund, weil sie so veränderbar ist und tauglich ist für Standesamt, freie Trauung, kirchliche Trauung und immer nur durch den Wechsel von, wenn es eben Mehrteiler sind oder Zweiteiler, Wechsel von kurzer Rock, Hose, Midi-Rock, langer Rock, Tüllrock, Rock mit Schleppe und so weiter oder eben ein Kleid, bei dem du sehr schnell dann einfach den Rock austauschen kannst. Das heißt, die Kunden können standesamtlich in einem wunderschönen kurzen Kleid heiraten und auch wenn die Hochzeit erst ein oder die große Feier ein oder zwei Jahre später sind, diesem Kleid einen ganz neuen Look verleihen und eigentlich das gleiche Kleid nochmal tragen mit einem langen Rock, was wirklich eine enorme Veränderung ist. Und das sehr gut. Ja, ich denke aber gerade diese Metamorphose-Kollektion klingt super spannend, aber auch herausfordernd für dich, oder? Ja, die ist auch irgendwie sehr schnell aus dem Boden gestampft worden, weil ich irgendwie eigentlich ein ganz anderes Shooting geplant hatte letztes Jahr. Und dann ging plötzlich alles wieder los. Ich war sehr spät dran mit der Kollektion. Die sollte so im Oktober geshootet werden. Und dann ging plötzlich alles wieder los mit, oh mein Gott, und der nächste Lockdown steht an und die Zahlen gehen nach oben. Und ich dachte, ich kann jetzt keine lange Kollektion rausbringen für alle, die von einer Hochzeit träumen, die groß ist mit 100 Leuten oder mehr und durchgestylt und so weiter. Das wird nicht funktionieren. Und daraufhin habe ich mich quasi dann so ein bisschen an die Gegebenheiten angepasst und habe überlegt, wie ist die Braut so gerade? Was braucht die gerade? Und die Bräute brauchen gerade Flexibilität. Das betrifft ganz viele Sachen. Also natürlich auch bei den Festivitäten. Wie kann der Fotograf dann auch wann anders? Kann ich den umbuchen? Kann der DJ? Wie sind Flexibilität auch in den Vertragsverhandlungen mit den ganzen Dienstleistern? Wie man so aushandelt, weil vielleicht muss die Hochzeit abgesagt werden und vertagt werden und vielleicht findet sie doch statt. Und so ist es mit den Kleidern halt auch. Das heißt, man weiß nie, wird es jetzt nur eine standesamtliche Trauung? Bleibt es vielleicht auch einfach nur dabei und man macht gar kein großes Fest mehr? Oder gibt es einfach später noch ein großes Fest und dann möchte ich die Möglichkeit haben, nochmal eine Schippe draufzulegen und nochmal
ganz anders zu erscheinen, gerade weil die Festivitäten so weit auseinander sind. Ja, Ist sehr, dieses sehr cool. Kollektiv entstanden? Sehr, sehr cool. Manchmal bringen auch solche Situationen wie diese jetzt coole Sachen vor, ne? Ja, Also sehr klar. Inspiration, wo man sonst normalerweise sich vielleicht erstmal gar nicht hingesetzt hätte, ne? Also geht mir ja auch so. Ich hatte die Woche, also letzte Woche, ein virtuelles Shooting. Hatte ich noch nie. Das ist mit Anfang Corona aus dem Boden gepoppt, dass man quasi über Skype shootet. Und ich habe mich geweigert. Ich habe mich so geweigert. Ich habe gesagt, bei mir ist es wichtig, dass der persönliche Kontakt da ist. Und ich brauche das Feeling. Ich muss da sein. Ich muss meine, ja, ich habe ja mein Equipment. Ich muss einstellen. Ich muss Winkel suchen. Ich muss, ne? Und es ging nicht anders. Meine beste Freundin in Madrid ist schwanger. Und ich wollte schon im Dezember fliegen. Oder ich habe schon gehofft, dass ich irgendwie fliegen kann, weil davor ohne Bauch sichtbar war ich nicht fliegen. Und es wurde nichts. Es wurde nichts. Jetzt habe ich gesagt, ja, was macht man jetzt? April ist Terminanfang. Bis dahin werde ich nicht fliegen können. Und wir machen das jetzt. Dann habe ich eine App gefunden, wo ich über ihr Handy also auslösen kann. Und das war super spannend, weil ich sie ja, ich musste sie und das Handy dirigieren. Die sind cool geworden. Natürlich eine andere Quali, aber das hat meine Kreativität schon ein bisschen beansprucht und es war richtig geil. Also ich würde es nicht gerne so jeden Tag machen wollen. Ist Ja. eine ganz andere Arbeitsweise und ist auch nicht mein Anspruch. Aber jetzt quasi, dass ich ihr die Freude machen konnte und doch Bilder, also das war echt, ich war super happy dann. Aber genau solche Sachen kommen ja jetzt quasi ne, immer vermehrter, solche Ideen und Inspirationen, die man ohne Corona ja gar nicht hätte. Und ich bin dankbar, dass es diese App gibt, ganz ehrlich. Cool. Ja, das war ein kleiner Abschweifer, wollte ich jetzt eigentlich gar nicht Genau. hören. sehr cool. Also du hast uns jetzt erstmal einen groben Überblick gegeben, was man denn alles machen könnte mit dem Kleid, beziehungsweise was man variieren kann, was man im Nachhinein machen kann und so weiter. Da würde ich jetzt vielleicht gerne einmal kurz jeweils ein bisschen tiefer reingehen wollen. Ja, vor allen Das Dingen, ist weil, gut. um beim Thema zu bleiben, genau, was relativ wichtig ist, also nicht, dass man jetzt irgendwie versteht, ich kann auf jeden Fall jedes Kleid einfärben. Nein, kann man nicht. Ne? Damit geht es schon mal irgendwie los. Aber in dem Fall kann man jetzt bei mir, so wie ich sie hergestellt habe, einen sehr großen Teil einfärben. Wenn jemand mit so einer Idee kommt, dass er das auf jeden Fall, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dann würde ich die Kundin auch immer in dem Bereich beraten. Das heißt, Ja. das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert und so sieht es ungefähr aus irgendwie, ne? Also das geht natürlich nicht mit allen Kleidern. Das ist klar, weil es ist so, dass eigentlich je höher der Naturmaterialanteil, halt Baumwolle, Viskose, Seide, auch Wolle, umso stärker nimmt das Material die Farbe an. Es geht natürlich auch mit Mischmaterialien. Das heißt eben, je höher der Naturmaterialienanteil, umso besser färbt das Ganze. Es ist also wichtig, dass man mit Naturmaterialien arbeitet, die zumindest einen sehr hohen prozentualen Anteil haben. Und dann kann das sehr gut funktionieren. Genau, und dazu, das zu diesem Thema mit eben Material, es geht nicht mit jedem Kleid, aber mit denen geht es dann schon mal. Und es gibt halt manche, die Genau. nehmen immer weniger Farbe an, weil sie eben so einen hohen synthetischen Anteil haben. Ich weiß das auch nicht immer, weil ich nicht immer die Materialangaben dazu bekomme, wenn ich die Stoffe bestelle. Aber ich probiere einfach so ein bisschen rum und manche Dinge funktionieren viel besser und manche funktionieren ein bisschen schlechter und das sind so alles so Erfahrungswerte, die ich auch meinen Kunden mit auf den Weg geben kann. Ja, super. Sag mal, wenn mir gerade einfällt, du sagst Kunstmaterialien. Tönn ist doch ein Kunststoff, oder? Ah, nicht immer. Wie ich gesagt habe, ich habe ein Bio-Baumwolltüll. Insofern, nein. Aber es ist zum größten Teil. Nein, es gibt Tüll auch in Viskose, zum Beispiel der Schleiertüll, zumindest den ich verarbeite, der ist aus einer Viskose. Ja. Aber was wiederum auch ein Naturmaterial ist, es unterscheidet sich. Natürlich gibt es Tüll ganz normal auch in Synthetik und das ist der größte Teil eigentlich davon. Tüll, muss man aber dazu sagen, ist auch das Problem, dass der ja zum größten Teil aus Löchern besteht. Was soll also Ja. färben? Also, das ist ein unglaublich kleines Garn, was da irgendwie färben muss. Und das muss dann schon wirklich Natur sein, damit es überhaupt irgendwie Farbe annimmt und dann, dass man dann auch einen Farbton erkennt. Okay. Aber wie Das mache ich macht zum Sinn. Beispiel? Ja. Aber normal hast du ja quasi einen Unterrock dann drunter vielleicht und der schimmert dann in der Farbe durch.
Genau, also in dem Fall, wie das jetzt hier ist, ich gehe mal ganz kurz und halte mal kurz hier rum. Hier unten drunter ist irgendwie auch das gleiche Material wie oben, das ist quasi eine Viskose und die färbt einfach sehr gut. Ich nehme dich einfach mal mit und gehe mal ein bisschen näher ran, dass du dir das mal, dass ihr euch alle das mal Ja, anschauen kann. gerne. Das Ja, ist immer super. also hier unten drunter quasi, das ist die Viskose und die färbt. Ich hoffe, man kann das sehen. Die färbt einfach sehr, sehr gut vom Farbton her. Ne? Der Chiffon hier oben drüber, das ist ein Ist synthetischer sehr Chiffon, lang. der nimmt weniger Farbe an. Deswegen ist es zum Beispiel so, dass ich nach meinen Erfahrungen sagen würde, am besten immer pastellige Töne färben, weil dann die Unterschiede zwischen dem Chiffon, der viel weniger färbt, und der Viskose und der Baumwolle, die sind nicht so groß, die Unterschiede, sondern die sind nur minimal, sodass am Ende auch trotzdem alles wieder zusammenpasst. Das ist so ähnlich wie hier. Vielleicht kann man das irgendwie sehen. Das sind weiße Kleider und das ist ein Rosé-Ton. Den kann man eigentlich immer nur so ein bisschen sehen im Vergleich. Das hat auch funktioniert. Und da ist halt das Gleiche. Am besten wirklich pastellige Töne. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass um so einen Rosé-Ton zu färben, ich ganz, ganz, ganz viel Farbe nehmen muss, damit ich überhaupt diesen Altrosa-Ton rausbekomme. Hingegen ich für diese Blautöne, ich gehe mal wieder ein bisschen zurück hier, für die Blautöne brauche ich deutlich weniger Farbe, also relativ ganz, ganz wenig nur. Und schon kommt so ein knackiger Blauton raus. Die sind halt viel intensiver. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dass man vorher ein bisschen rumprobiert. Also, ne, ich gebe gerne auch Stoffproben mit, dann kann man die schon mal in die Waschmaschine schmeißen und ein bisschen probieren. Und ich würde immer empfehlen, erstmal weniger Farbe zu nehmen. Und wenn der Farbton noch nicht erreicht ist, dann kann man einfach nochmal mehr reintun. Und dann kriegt man einfach einen intensiveren Farbton. Also sind jetzt Na zum Beispiel cool. alle drei. Ich hoffe, das kann man auch auf der Kamera sehen. Sehr unterschiedliche Farbtöne. Das ist so ein bisschen so ein Mint, ne? Grün-Türkis. Das ist, der nennt sich Lagune. Dann haben wir hier so einen etwas anderen, der ist so, der heißt, warte mal. Ich glaube, türkisblau. Nee, Tiefseegrün ist das, genau. Der ist so ein bisschen türkisig-blau und der ist ganz, ganz intensiv. Der ist wirklich so ein. Ich glaube, der heißt türkisblau, ganz normal. Den gibt es auch ganz normal beim DM zu kaufen. Und die anderen Töne, diese ganzen kleinen Nuancen, die bestellt man am besten wirklich, leider, leider, aber im Internet. Es ist halt so, dass DM sich eigentlich auf Farben qualifiziert hat wie dunkelblau, schwarz. Also so was man braucht, um mal etwas nachzufärben für eine Jeans oder so. Die haben einfach nicht so eine große Bandbreite in den Drogeriemärkten, dass sie so viele Farben anbieten. Aber ich habe daraufhin halt weitergeguckt und im Internet findet man diese Farben, mit denen ich jetzt gefärbt habe, in Rot, in Orange, in genau, Magenta, Magnolia, Lagune Blau, alles Mögliche. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte das Kleid nicht so pastellig, sondern lieber so ein Rostrot, ginge das? Ich würde gehen, tut es immer, natürlich, es wird färben. Aber nach meiner Erfahrung würde ich ein bisschen davon abraten, weil es ist so, der Reißverschluss ist ja grundsätzlich ein weißer Reißverschluss in einem weißen Kleid. Das ist ja die Ursprungsidee, es sollte ja ein Hochzeitskleid werden. So, der Reißverschluss ist immer eigentlich aus einer synthetischen Ware. Der wird nur minimal Farbe annehmen. Je dunkler der Farbton wird, also ich hatte zum Beispiel eine Kundin letztens, die hatte ich anscheinend nicht gut darüber aufgeklärt. Wir haben das Kleid sehr gut gerettet. Sie hat auf jeden Fall dunkelblau gefärbt. Das Problem ist, der Reißverschluss ist immer noch vergleichsweise fast weiß. Die Nähte sind auch noch hell, weil ich kann ja nicht bei jedem Kleid mit einem Baumwollgarn arbeiten. Ich weiß überhaupt nicht, ob jeder irgendwie einfärben will. Deswegen bei den pastelligen Sachen ist das sehr unproblematisch. Je heller das ist, umso eher siehst du auch nicht, wenn irgendwo eine Naht gewesen ist mit einem hellen Garn, weil ein bisschen färbt es ja trotzdem. Ne? Wir haben also alle Nähte ausgetauscht. Ich habe die Nähte alle in dunkelblau gemacht, habe die weißen Nähte alle aufgetrennt und wir konnten es dann irgendwie retten. Und muss halt jetzt immer aufpassen, dass ich wirklich exakt meine Informationen weitergebe, damit auch gute Ergebnisse rauskommen. Ich hätte halt gedacht, ich tausche vielleicht einfach den Reißverschluss hinterher in einen dunkelblauen aus oder Nein, so. das kann man natürlich machen, aber das sind ja alles zusätzliche Kosten. Nicht jeder kann das selber tun. Das heißt, derjenige kommt zu mir, ich muss den Reißverschluss wechseln und ich möchte natürlich nicht sowas verkaufen, in denen dann noch extrem viele Kosten obendrauf kommen, wie wir müssen das wechseln, das wechseln, das wechseln. Natürlich kann ich machen.
Aber ich wollte es eigentlich so machen, dass jemand sagt, so, ich werbe jetzt das Kleid, ich werbe das, ich wasche das nochmal durch, hänge das auf die Leine, in 2 Tagen will ich es anziehen. Also das ist die eigentliche Idee und nicht, ich muss jetzt aber nochmal zum Schneider und dann muss ich den Reißverschluss wechseln, muss ich die Nähte wechseln und dies und das. Das ist eigentlich nicht die Idee dahinter, sondern es sollte so funktionieren. Klingt komplizierter, ja, stimmt. Aber im Notfall ginge das. Natürlich, natürlich. Dinge auch. Aber eine zweite Sache. Also wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr ehrlich. Und das möchte ich in dem Fall auch sagen. Das Material, aus dem die Kleider sind, ist eine Viskose, aber da ist ein Elastananteil drin. Elastan ist natürlich eine, ne, kennt man, das ist das, was irgendwie alle Materialien so schön elastisch macht. Und Elastan ist ein synthetisches Material. Das heißt, wenn du dunkel färbst, wie dunkelblau oder schwarz, wirst du immer diesen hellen Faden in dem Material sehen. Und wenn diese Viskose nicht gerade mit einer Spitze überdeckt ist oder mit einem Chiffon, dann wirst du diesen hellen Faden sehen. Also ich würde wirklich einfach allen ans Herz legen, wenn ich schon damit rausgehe, kann man einfärben, ehrlich zu sagen, ich würde in leichten Tönen färben. Dann ist dieses Farbergebnis eigentlich am optimalsten. Hellgrau geht auch, oder? Ja, das würde gehen. Ja, ich überlege nur, so was geht, was nicht geht. Ja, cool. Willst du vielleicht 2 Worte dazu sagen, wie man fährt? Es gibt bestimmt eine ganz super Anleitung. Ist es einfach? Kriege ich das hin? Ja, also grundsätzlich, ich denke, jeder kennt das vielleicht, weil vielleicht, weiß ich nicht, die eigenen Eltern oder Mutter schon mal was gefärbt hat, wenn was ausgeblichen war oder so. Also ich habe schon ganz früh gefärbt und früher noch irgendwie so schön gebartigt, so Sachen kennt man ja wahrscheinlich auch noch. Es gibt Farben, wie gesagt, die sehr einfach zugänglich sind beim DM, Rossmann und diversen anderen Drogeriemärkten. Ich habe hier mal so 2 Sachen da. Das, was am ehesten bekannt ist, sind eben so Sachen Simply Cool. Heißt die Farbe. So. Ein Ja, bisschen das kann näher? man im Spiegelverkehr natürlich sehen. Das heißt Kannst du Simply näher? Cool. Und das habe ich Näher? jetzt zum Beispiel in Lagune und hier habe ich es mal in Grün. Dieser Quietschgrünton, den habe ich noch nicht ausprobiert. Da würde ich ganz wenig von nehmen. Und damit, da sind die Anleitungen sind dann genau da drin. Das heißt, das Kleid in die Waschmaschine, Farbe rein, Fixiersalz rein, noch mit mehr Wasser am besten und danach nochmal komplett durchwaschen. Und das Einzige, was ich eben dazu sagen muss, die Viskose wird ein kleines bisschen eingehen. Das heißt, unter den Chiffonrücken wird der untere Rock so 2 Zentimeter ein bisschen kürzer werden. Das interessiert niemanden weit, das würde wahrscheinlich auch niemandem auffallen, aber ich sag's lieber dazu. Weil die Viskose einfach eigentlich nicht unbedingt gewaschen. Natürlich, wenn sie gewaschen wird, geht sie einfach ein kleines bisschen ein. Das tut dem Kleid aber nichts. Das Kleid wird jetzt nicht zu klein. Also das ist unproblematisch. Genau. Und die Farbe, die macht der Waschmaschine nichts. Also ich wasche das, ich mache das fertig, färbe das und hinterher schmeiße ich was anderes rein, habe ich dann. Ja, ich habe jetzt immer danach einfach dunkle Wäsche erstmal reingetan und bitte keine weiße, ne? Jetzt gerade, wo ich rosa gefärbt habe. Ich glaube nicht, dass mein Sohn rosafarbene Unterwäsche oder ein T-Shirt haben wollte. Nee, ich habe eigentlich da nie Probleme mit gehabt. Ne? Ich wasche danach ganz normal nochmal irgendwie durch das Ganze. Das Kleid wasche ich sowieso nochmal durch. Und danach noch einmal leer und dann habe ich einfach mal dunkle Wäsche drin und das ist alles wieder gut. Das ist kein Problem. Nein. Okay. Und jetzt vielleicht noch eine ganz spitzfindige Frage, die mir gerade durch den Kopf schießt. Wie sieht es mit der biologisch Abbaubarkeit dieser Farben aus? Oh mein Gott. Bin dir nicht böse, wenn du es nicht weißt. Ich bin da jetzt, Nein. ich schiebe mich gerade einfach mal raus, weil ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe dich nicht gefragt vorab und ich dachte, vielleicht überfalle ich dich mal. Also, das ist jetzt keine Farbe wie Henna. Weißt So wie meine Haare. du? Genau, ich auch, Henna. Ach, du auch, genau. Nein, es ist keine Naturfarbe. Ne? Natürlich nicht, es ist keine Naturfarbe. Also das wäre wahrscheinlich dann der nächste Punkt, aber ich muss wieder dazu sagen, ich bin schon sehr froh, dass ich so eine Farbvielfalt anbieten kann. Und das ist das gleiche wieder mit einer Naturfarbe. Das kann ich aber jetzt nicht gewiss sagen, das muss ich erstmal rausfinden. Würde ich dann nochmal neu probieren, wie es denn gut funktioniert und was dann so rauskommt und ob ich auch solche Nuancen schaffen kann. Ja, also Naturfarben sind ja, das merkt man ja schon bei den Haaren alleine, ist super schwierig. Das wird jedes Mal anders und Das ne, Henna sieht bei dann. mir wahrscheinlich anders aus als bei dir. Ja, und wahrscheinlich hast du keine blonden Haare.
Nein, ich habe eh schon braun und jetzt sind sie so immer so rotbraun. Aber der kein Siehst Friseur du? kriegt so gut hin wie Henna. Ja, also ich mache es mir immer selber. Ich brauche da keinen Friseur für. Und ich finde es halt irgendwie besser für die Haare, muss ich sagen. Ich habe es mal getönt und gefärbt, ist ausgefallen. Die gefärbten Strähnen damals. Nicht vertragen. Aber wie Aber gut. gesagt, mit der Naturfarbe, also zur Abbaubarkeit, da kann ich dir leider, das kann ich dir wirklich leider nicht sagen. Das habe ich nicht so genau überprüft, weil ich natürlich jetzt als erster Linie eigentlich wollte, dass die Kleider wieder getragen werden. Also das ist jetzt nicht hundertprozentig durchdacht mit, oh, und jetzt habe ich auch noch Farbe, die biologisch total gut abbaubar ist und dann, das so weit geht das Thema meiner Nachhaltigkeit zumindest irgendwie nicht. Wäre sicherlich sehr konsequent, aber ich bin jetzt erstmal bei dem Schritt gewesen, es auch wieder zu tragen. Du, eins nach dem anderen, ich finde es völlig legitim, ne? Also man kann nicht auf alles erstmal achten, sondern einen Schritt nach dem anderen. Und vielleicht findest du ja irgendwann auch noch was auch biologisch abbaubar ist oder so. Und da kann man immer noch mal einen Livestream machen oder es irgendwo zeigen oder sagen. Genau. Jetzt passt eine Von Frage daher. andersrum, die ich hier sehe. Ich weiß nicht, ob das aus. Macht den feinen Kleiderstoffen das Waschen in der Waschmaschine nichts aus? Ich dachte immer, man müsse sie zwingend zum Reinigen oder in eine professionelle Reinigung geben. Also ja, das Thema mit der professionellen Reinigung bei den Standesamt oder bei den weißen Kleidern hängt damit zusammen, dass sie sonst ein bisschen eingehen in der Länge. Und deswegen gebe ich allen eigentlich den Tipp, sie lieber in die Reinigung zu geben. Geht natürlich beim Färben nicht. Wenn ich selber färbe, wird es ein kleines bisschen eingehen. Das ist einfach, ich sag mal so ein bisschen die ganz, ganz kleine Kröte, die man dabei schlucken muss, dass der Unterrock 2 Zentimeter kleiner ist. Wenn ich natürlich ein Standesamtkleid hier rausgebe, möchte ich nicht sagen, ja, wasch das, ist überhaupt kein Problem, ist danach kürzer, sondern dann sage ich natürlich lieber in die Reinigung gehen. Aber ansonsten ist das kein Problem. Falls das also die Frage zu den feinen Materialien war. Genau. Und das kann ich natürlich pro Kleid, je nachdem, wie es verarbeitet ist, es sind halt Baum. Wir reden ja hier gerade von Materialien, die Baumwollspitzen und Viskosematerialien und die synthetische Chiffon ist auf keinen Fall empfindlich. Also mit den Materialien funktioniert das. Natürlich gibt es andere Brautkleider, die deutlich empfindlichere Materialien haben. Das sind dann aber dann auch Sachen, die vielleicht nicht färbbar sind oder die ich auch gar nicht bei den kurzen Standesamtkleidern verarbeitet habe. Also quasi dein Tipp immer erstmal fragen und ich denke mal, deine Bräute werden dir vorab sowieso quasi schon mitteilen, die gerne mal färben wollen oder du bietest es an und sagst, hey, die Kleider würden auch später zum Färben gehen und du klärst dann auf, nehme ich an. Genau. Also sollte man, aber das ist eine gute Frage, da fällt mir noch eine dazu ein. Wenn ich das jetzt gefärbt habe und dann anziehe und es dann wieder in die Waschmaschine gebe, anstelle in die Reinigung. Wird es dann noch mal kürzer? Nein. Sowas wird nur einmal kürzer. Das ist ein ganz bestimmter Prozentteil, den so ein Material halt eingeht, indem es mit heißem Wasser in Kontakt kommt. Das wird nicht mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Nein. Es wird, das ist das. Das ist quasi so vorberechnet. Jemand, der schon mal Stoff gekauft hat im Stoffladen, sagen die manchmal auch, oh, da müssen Sie aufpassen, das geht 10% oder 20% ein. Das ist nur das eine Mal. Okay, also man hat nicht nachher ein Kleid für die kleine Tochter, das sie mal waschen. Das Kleid selber, es ist auch wirklich immer nur in der Länge, weil das Kleid selber, die Materialien sind ja auch ein bisschen stretchig. Das heißt, im Stretchbereich würden die 2 Zentimeter komplett ausgeglichen werden. Aber es ist einfach nur in der Länge fällt es auf, wie es einfach ein bisschen kürzer als der Chiffon ist, weil der Chiffon nicht kürzer wird. Der geht nicht ein. Okay, dann weiß ich Bescheid. Jetzt habe Wenn ich ich hier das diesen nicht Check sagen würde, gemacht. würde es auch nie jemandem auffallen. Aber ich sage lieber dazu. Ja, ich glaube, ich habe irgendwo auch einen Tüllrock, der ist nicht ganz gleich mit dem Unterrock, aber ich habe auch keinen Bock, den anzugleichen. Aber ich habe halt ein Auge auf sowas, deswegen sage ich dann noch. Deswegen bin ich immer dankbar, wenn bei Shootings der Meister selber dabei ist. Das ist nicht mein Metier. Jetzt bin Was ich auf hast ein du noch für Konzept am Fragen? Entdecken. Hä? Was hast du noch für Fragen? Ich habe noch Fragen. Also, wir hatten die Stoffe besprochen, wir hatten Farben besprochen, beziehungsweise wie es geht. Ich würde jetzt gerne wissen, es ist eine kurze Frage, sind die farbecht oder werden die nach und nach wieder blasser? Muss man dann nachfärben? Und färben die dann ab? Muss ich separat waschen?
Also ist das, also ich sag mal, das habe ich jetzt so noch nicht ausprobiert. Ich habe die jetzt nicht 10-mal hintereinander gewaschen und vor allen Dingen verglichen. Weißt du, so wie war das erste? Das habe ich ja dann nicht mehr, weil ich habe es ja 10-mal gewaschen. Ich denke, die werden ja sowieso nach dem Färben einmal gewaschen. Das heißt, die überschüssige Farbe, die die Faser nicht angenommen hat, geht raus. Es gibt ein Fixiersalz dabei, was dafür da ist, dass die Farbe eigentlich hält. Und ich denke, das ist sicherlich minimal, was es an Farbe nochmal nachlässt. Also das ist nichts. Und außerdem ist es ein Kleid. Es ist nicht wie eine Jeanshose, die man oder ein T-Shirt, was man irgendwie einmal, zweimal die Woche dann irgendwie wäscht, wenn man es dauernd trägt, sondern es ist ein Kleid, was man irgendwie hier und da mal auf einer Hochzeit, auf einer Festivität irgendwie trägt. Das heißt, das wird nicht dauernd durch die Waschmaschine gejagt, ne? Es muss nicht standhalten, alle zweimal die Woche oder alle 2 Wochen gewaschen zu werden. Aber ich denke, das hält das durchaus aus. Okay, also einmal nachwaschen und separat und dann kann man es mit Genau. hellen Sachen nicht waschen. Okay. Genau. Ich denke, das Färbethema haben wir ganz gut abgedeckt und so weiter. Ich würde gerne, ich weiß nicht, ob du was da hast und zur Hand und so. Ich hätte gern so einen Zweiteiler mal gesehen von dir. Und zwar nicht auf dem Bild, sondern so live. Wie du das ummodeln könntest oder so. Hast du gerade irgendwas zur Hand? Genau, also Spontan. was ich hier mal auf der Puppe irgendwie so habe, weil das andere müsste ich ja die ganze Zeit umziehen, ist, warte mal, ich versuche es mal kurz zu zeigen. So, ich habe hier ein Kleid. Ich hoffe, Ja. du kannst es sehen. Das ist das Modell Lilly, das funktioniert halt super im Kurs. Ist echt eine ganz edle Spitze, ist so nudefarben unterlegt. Hinten hat es so einen ganz spannenden Schmetterlingsausschnitt. So Mega sexy. Ist das ein Body? wie bitte? Ist das ein Body? Nein, das ist kein Body, das ist nur ein Oberteil, das ist alles miteinander verbunden, das ist ein Kleid. Okay. Das ist ein Kleid, das ist miteinander verbunden. Das Oberteil steckt in diesem Rock, der eigentlich ganz separat ist. Und den kann ich halt, das ist eine einzige Naht, das heißt, ich kann mit einer Naht das lösen, habe erstmal einen separaten Rock, den ich weiter so tragen kann, kann ihn einfärben, wie auch immer. Und habe dann, das ist die Variante, diesen zwei in einem. Dann die Möglichkeit, zum großen Auftritt oder die größere Festivität einfach den Rock auszutauschen und hat dann damit einfach ein langes Kleid. Hot. So, im Prinzip ist es nur ein Rock, der komplett ausgetauscht ist und es ist aber ein Kleid. Das heißt, es wird wieder miteinander verbunden, es ist nur eine einzige Naht. Und das ist Aber du halt musst die Naht ausbrennen, nicht nicht separat. einer langen Trauung oder was auch immer, kirchliche Trauung, freie Trauung, was man so sich so vorstellt, einfach standhält, ne? Und es sieht einfach total edel aus. Das ist so die eine Sache. Und bei den Zweiteilern habe ich jetzt eher, ich hole trotzdem mal ganz was. Ja, begrüße so lange mal noch unsere neuen Zuschauer. Da sind ein paar jetzt dazugekommen. Schön, dass ihr da seid. Die Claudia Heller und ich sind heute live zum Thema nachhaltige Brautmode, beziehungsweise wie kann ich mein Brautkleid auch noch nach der Hochzeit tragen. Wir haben jetzt schon über das Einfärben gesprochen. Da hat sie ganz tolle Tipps gegeben. Ich speichere den nachher übrigens auf IGTV ab. Das heißt, ihr könnt den nochmal anschauen. Ganz wichtig. Und jetzt zeigt sie geniale Zweiteiler. Also das hat mich jetzt schon mega überzeugt. Übrigens, das Oberteil ist schon hot, gell? Genau, aber ich habe jetzt, wie gesagt, nicht die ganzen Zweiteiler hier. Ich wollte nur ganz kurz mal die Variante erklären. Also, du hast im Prinzip bei der Kollektion dann wirklich nur ein Oberteil, Ja. welches du lieber mit, ich muss das mal kurz hier aufhängen. Also, du kannst das mit einem kurzen Rock tragen. Das wäre so das Standesamt-Outfit. Du kannst es aber genauso auch ganz, ganz lässig mit einem Midi-Hosenrock tragen. Also, das kann man wahrscheinlich schwer sehen. Also, da müsst ihr wirklich alle mal auf der Webseite dann gucken und könnt ihr die Varianten alle sehen. Und du kannst es natürlich genauso ganz edel mit einem schönen langen Teller, mit einem Chiffonrock tragen. Ganz, ganz edel. Also, oder mit einfach einer schmalen Hose. Das habe ich alles da, aber das führt echt so weit, diese ganzen Varianten. Noch dazu kann man die so auf dem Bügel schwer sehen. Man muss die wirklich auf der Puppe sehen. Oder eben an einem Model geshootet, dann sieht man die, was das für Stile sind und was das so einfach miteinander macht. Aber was ich noch vorbereitet habe, dafür nehme ich dich mal mit, weil ich habe ja euch die Kleider hier gezeigt, die hier quasi nochmal, ich gehe nochmal kurz ran. Das ist dieser rosa Ton, die blauen. Und ich habe hier mal ein bisschen was vorbereitet.
Pass mal auf. Ach, ich nehme es einfach mal mit. Ich habe nämlich hier die unterschiedlichen Spitzen. Das ist so eine Baumwollspitze. Und wenn ich die einfärbe, eben in so einem, der nennt sich Magnolia, der Ton, dann sieht das so aus. Der ist aber schön geworden. Genau, der der Ton nimmt ist super. Mega gute Farbe an. Dann habe ich hier das nächste Kleid. Das ist ein ganz, ganz feiner Tüll. Und wenn ich den färbe, dann kommt entweder, tut mir leid, ich bin jetzt hart hier so ein bisschen, ich versuche das nochmal einzuklemmen, damit ich wenigstens die Arme frei habe, um euch das zu zeigen. So geht es ganz gut. Hier habe ich halt jetzt einfach wirklich auch wieder diesen Magnolia-Ton. Oder ich habe diesen Türkis-Blauton. Das gleiche Material. So. Bei dem Kleid das gleiche, ne? Das färbt einfach wirklich extrem gut. Und da kommt der Ton auch super raus, muss ich sagen. Da gefällt er mir richtig gut. Oder hier, ne? Auch eine ganz tolle Baumwollspitze, so ein bisschen so im Boho-Stil. Die ist hier eh schon ein bisschen creme, die gibt es auch in weiß und eingefärbt in so einem Türkiston. Kann man machen, ja. Einfach ein ganz, ganz anderer Look, den man da so mit erzeugen kann. Genau. Ja. Mega cool, dass du da auch jetzt die einzelnen Spitzen und so schon getestet hast. Ich finde das einen so großen Mehrwert, wenn du das vorab zeigen kannst, weil man sich dann vorstellen kann, zumindest so ein bisschen, was funktioniert. Das ist super. Einfach nicht mehr sagen, ja, kann man einfärben, sondern ich wollte einfach Beispiele liefern, weil am Ende habe ich ein bisschen Sorge, dass sich keiner traut. Dass alle so ein bisschen Sorge um ihr Kleid haben und weil das Ding ist, du kannst sie natürlich, es gibt noch ein paar ganz, ganz wenige Färbereien in Deutschland, aber die sterben echt aus und wenn du dein Kleid da hinschickst, verlangen die jetzt nicht ganz wenig Geld zum Einfärben. Das heißt, wenn man sich das nicht traut, kann man das auch hinschicken, aber es wird wahrscheinlich, egal kurz oder lang, ab 100 Euro aufwärts kosten. Und dann muss man dann überlegen, ob einem das nochmal wert ist oder ob man sagt, ich bin da sehr pragmatisch, würde sagen, ja komm, entweder habe ich jetzt ein weißes Kleid im Schrank, was ich nicht mehr anziehe, oder ich wage es und wenn es schief geht, habe ich auch ein Kleid, was ich nicht mehr anziehe, kommt aufs Gleiche raus. Oder ich werde einfach belohnt und habe ein cooles Kleid für die nächste Party und für die nächste Hochzeit. Ja, ja. Nee, mega cool. Ich finde es echt super, auch dass du so ehrlich, also man muss ja wirklich sagen, du legst die Karten auf den Tisch und sagst, so sieht's aus, das geht nicht und hier kann ich euch nichts versprechen und das finde ich super, weil nur so kann man auch im Vorhinein wissen, was ist überhaupt möglich, ne? Ja, und aber auf irgendeiner anderen Basis wollte ich auch kein Kleid verkaufen, ehrlich gesagt. Also das, ich stehe hinter jedem Kleid, hinter jeder Beratung und allem, was ich irgendwie mache und da möchte ich auch wirklich irgendwie ehrlich sein. Und wenn danach nicht das Richtige rauskommt, das hätte ich gerne vorher schon mehr oder weniger aufgeklärt. Und deswegen habe ich jetzt nochmal viel mehr gefärbt, um noch ein bisschen mehr Erfahrung zu bekommen, um noch ein bisschen mehr Tipps einfach meinen Bräuten auch mit auf den Weg zu geben. Ja, mega gut. Finde ich super. Echt toll. Ich muss sagen, meine Fragenliste ist da unten angelangt. Ich würde mal sagen, wenn, vielleicht haben ja von unseren Zuschauern noch jemand eine Frage, dann habt ihr jetzt die allerletzte Chance. Haut in die Tasten, schreibt uns noch einen Kommentar bzw. eine Frage rein. Liebe Claudia, hast du noch irgendwas, was dir einfällt? Was ich vielleicht nochmal auch zum Thema mit den Farben sagen will, aber ich kann in dem Bereich wirklich jeden, der zu mir kommt, auch da nochmal speziell beraten. Ich habe natürlich auch habe ich vielleicht auch vorhin schon mal angebracht, ausprobiert, wie viel Farbe man nimmt. Also jetzt nicht auf, wir nehmen nur 5 Milligramm oder so. Nee, aber die Blautöne sind halt wirklich viel, viel intensiver. Da muss man sehr, sehr vorsichtig rangehen. Und die hellen Töne, wie das Rosé, die nehmen ganz wenig an. Da muss man ganz viel reingeben. Warum das so ist, obwohl es der gleiche Hersteller ist, das weiß ich auch nicht. Aber das sind so Sachen, man muss einfach auch ein bisschen probieren. Aber man kann das Kleid auch immer wieder färben. Das Rosé-Kleid habe ich 3-mal gefärbt. Das hat sich zum Beispiel zu deiner Frage, wenn ich das mehrfach wasche, wird es immer kürzer? Nein, es ist immer gleich geblieben. Habe ich gar keinen Unterschied gesehen, habe ich ganz wenig genommen. Da war ich ein bisschen mutiger und danach habe ich wirklich 1,5 Packungen genommen. Alles, was ich noch hatte, habe ich gedacht, egal, alles rein damit. Und dann habe ich endlich sowas gehabt wie einen wunderschönen, aber auch einen sehr, sehr schönen Altrosaton. Aber das hat halt gedauert.
Aber ich wollte Ja, krass. nicht wie bei den anderen Kleidern, ne, das war, wenn ich da alles reingeknallt hätte, das wäre zu viel gewesen, einfach. Also sehr, sehr farbintensiv gewesen. Ja, krass. Okay, das ist echt spannend, aber da kannst du ja dann ne, deine Erfahrung direkt weitergeben. Das ist auch super. Das macht nicht jeder, dass er so viel rumprobiert. Ja, also bisher kam jetzt. Ich habe einfach schon ein paar Bräute, die wirklich gefärbt haben und die sind total glücklich, dass sie ihre Kleider wieder tragen können. Ja, voll gut. Ja, ansonsten ist jetzt keine weitere Frage mehr reingekommen. Und deshalb würde ich sagen, thematisch sind wir eigentlich jetzt am Ende. Ich fand es super spannend. Du hast es echt toll erklärt. Ich finde es mega. Und vor allem, wenn ich dann soweit bin, wo hockt da mein Schatz? Der muss auch noch irgendwann mal. weiß ich da jetzt auch auf jeden Fall viel, viel mehr. Also ich selber würde auf jeden Fall ein Kleid haben wollen, das ich mehrfach anziehe, weil ich fände es zu schade. Wirklich viel zu schade. Und ich habe bei dir wirklich ein paar gesehen, wo ich sage, so, das ist Kann schon dich nice. genügend beraten diesbezüglich. Nee. Ich muss dich Nein, ja aber eh mal besuchen, aber schubs mal da im Nachbarzimmer jemand an. war jetzt auch mein erstes Interview auf so eine Art und Weise und ich finde es schon ganz schräg, die ganze Zeit auf so einen Bildschirm zu gucken, ehrlich gesagt. Also nicht so ganz direkt so ein Gegenüber zu haben, ist schon ein bisschen ungewöhnlich so. Und noch dazu, sich die ganze Zeit zu sehen, das ist ja so ein bisschen wie früher das erste Mal den Anrufbeantworter abhören, wenn man sich selbst gehört hat. Das ist ja schon ein bisschen schräg. Und ich kann dir leider nur sagen, ich gewöhne mich auch nicht dran. wir haben noch eine Frage Danke, dass du gekriegt, die mich beantworten eingeladen wir hast jetzt. zu diesem Thema. Ja, voll gerne. Ich bin so happy, dass du ja gesagt hast. Es passt einfach voll gut. Und wir haben noch eine Frage. Ich will sie noch schnell beantwortet haben. Gibt Welche es denn? auch passende Strumpfbänder? Wie bitte nochmal? Gibt es auch passende Strumpfbänder? Passende Strumpfbänder? Ich kann alles, ich bin ja ein Atelier, ich kann auch passende Strumpfbänder machen. Machst du passende Strumpfbänder? Wenn jemand sowas möchte, kann ich passende Strumpfbänder machen. Ist bisher total selten vorgekommen, was einfach daran liegt, dass, glaube ich, viele meiner Bräute nicht ganz so klassisch unterwegs sind. Also die wenigsten haben zum Beispiel auch einen Schleier und bisher hat auch noch keiner ein Strumpfband irgendwie unbedingt haben wollen. Also zwei, dreimal. Das ist aber zu dem, was ich sonst so produziere, verschwindend gering. Aber machen kann ich alles. Ich kann auch die passende Unterwäsche machen. Also ist mir egal. Also, ne? Das geht alles. Beziehungsweise, also das braucht man ja dann auch nicht einfärben, ne? Also Strumpfband, das zieht man einmal an. Also da Das hätte ist ich jetzt dafür auch nur überhaupt gar eine Zeit keinen gedacht, genau. Mehrverwendungszweck. Ja, cool. Einfach mal fragen, wenn er irgendwie noch eine Sonderanfertigung braucht, wie Strumpfbänder oder ein hübsches Höschen, macht die Claudia auch. Prima. Dann sind wir durch Sehr mit gut. deinen ganzen Fragen zum Thema nachhaltige Brautmode. Genau, ich danke dir viel, viel mal. Ich speichere das jetzt ab für alle, die das nochmal schauen wollen. Melde mich später bei dir und wünsche allen und insbesondere dir einen wunderschönen Nachmittag. Danke für deine Zeit, für deine ja, tolle Beratung und Infos. Hast du toll gemacht. Dein erster Live, Daumen hoch. Und Liebe würde Grüße in sagen, unsere gute Stadt.